Ja, Christoph, danke, dass du dich zur Verfügung stellst für das Interview. Du hast einige Partien in den Knochen, wo die Fitspritzen auslassen. Wie geht's dir denn? Ja, ich habe jetzt 2 Wochen Pause gemacht nach dem Austria-Klagenfurt-Match und mir geht es jetzt deutlich besser. Ich glaube, die Pause hat mir ganz gut getan, dass ich mich ja, ein bisschen erholen habe können von den Knieproblemen. Ja, es ist noch nicht ganz perfekt, also ich bin jetzt 100%, aber ich habe gestern wieder normal trainieren können, gute Intensität gehabt und ja, bin ganz zuversichtlich eigentlich fürs Wochenende. Ein paar Tage zum Spiel sind es noch. Gelbsperre hat auch gut getan, hast du gesagt. Du bist jetzt seit Sommer da. Wie hat sich die Mannschaft, seitdem du da bist, weiterentwickelt? Ja, also man muss ganz klar sagen, dass wir eine richtige Mannschaft sind. Also das ist sicher ein Vorteil, den wir haben. Wir gewinnen Spiele gemeinsam und wir verlieren auch Spiele gemeinsam. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Pluspunkt ist, dass sich einfach ja, im Laufe der Herbstsaison so entwickelt hat. Dann hat man auch ganz deutlich gesehen, auch wenn wir Ausfälle haben, was wir ja leider viele gehabt haben, steht die Mannschaft zusammen und ja, es legt jeder noch ein Schippchen drauf und so können wir die Ausfälle auch kommunizieren. Und ja, großes Lob eigentlich an die gesamte Mannschaft, dass wir so zusammenhalten. Ob man nicht mit dem Herbstmeistertitel sozusagen, mit dem inoffiziellen Titel des Herbstmeisters belohnt worden. Man kann im nächsten Spiel sich zum Winterkönig krönen. Das hättest du jetzt auch nicht erwartet, oder? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das hätte sich keiner erwartet. Aber natürlich umso schöner, wenn es dann wirklich so ist. Und das wollen wir uns jetzt da nicht mehr nehmen lassen. Wir haben noch ein Spiel, das wollen wir unbedingt gewinnen zu Hause. Und ja, dann können wir einmal wirklich ja, in die Winterpause gehen und dann mal ein bisschen abschalten. Ja, Heimspiel steht vor der Tür. Man hat leichte Probleme im Tivoli. Wieso denn? Ja, ich glaube, das kommt nicht aufs Stadion drauf an oder dass wir daheim spielen, sondern eher, dass wir ja, als Heimmannschaft die Probleme haben, wenn sie vermeintlich kleinere Gegner ja, hinten einstellen und die Räume eng machen und wirklich auf Konter lauern. Da haben wir unsere Probleme, das hat man in letzter Zeit gesehen. Und ja, wir versuchen das beim Training zu trainieren, besser zu machen, besser die Räume zu finden und ich hoffe, dass wir das am Freitag schon umsetzen können. Das Spiel gegen Wiener Neustadt war ein Torspektakel, 6 Tore. Durchaus unterhaltsam, aber der Sieg wäre durchaus drin gewesen. Ja, es ist natürlich bitter, wenn man 3 Tore schießt gegen Wiener Neustadt und trotzdem nicht als Sieger vom Platz geht. Und ich denke, dass wir vor allem die erste Halbzeit klar dominiert haben. Da vielleicht das 2:0 schon hätten machen sollen oder müssen. Die zweite Halbzeit dann war Neustadt besser im Spiel. Hat auch meiner Meinung nach nicht unverdient 2 Tore geschossen. Und ja. So kann man nur sagen, dass es top von der Moral war, von der Mannschaft, dass wir da nochmal zurückkommen und nur das 3-Tore erzielt haben. Letztes Spiel vor der Winterpause, wie geht man in die Partie? Ja, natürlich nochmal alles rausholen, also die Kräfte noch einmal mobilisieren und 90 Minuten Gas geben, dass wir die 3 Punkte holen. Okay, Christoph, dann sage ich nochmal Dank fürs Interview und alles Gute fürs nächste Spiel. Dankeschön. Ciao.